Ja, hallo zusammen. Wir werden uns heute mal angucken, welche Faktoren hinter der deutschen Strategie in der Eurokrise stecken. Ist, glaube ich, relativ schnell aufgezählt, dass inwiefern das deutsche Kapital oder Deutschland von der Krise profitiert haben. Es hatten wir sowohl letztes Mal als auch letztes Jahr kurz mal angesprochen. Niedrige Zinsen hat die Krise Deutschland und auch den deutschen Unternehmen beschert. Der Euro ist auch ein bisschen schwächer geworden, was gerade dem deutschen Exportkapital zugute kam. Die Migration innerhalb der Eurozone hat teilweise das Facharbeiterproblem oder das sogenannte Facharbeiterproblem ein bisschen gelöst, ohne dass die deutsche Regierung irgendwas groß hat ändern müssen. Also Facharbeiter sind aus süd- und südosteuropäischen Ländern nach Deutschland gekommen. Und die Angst vor dem sozialen Absturz hat viele Arbeiter und Arbeiterinnen dazu bewogen, die kapitalfreundliche Lösung der Euro-Krise mitzutragen. Man kann sich jetzt das alles zusammenzählen und sagen, Deutschland ist da gut sozusagen mit weggekommen, das deutsche Kapital macht wieder Profit. Dann kann man sich die Frage stellen, hat sozusagen diese Punkte, die ich aufgezählt habe, war das Ziel der deutschen Politik? Da wird man, glaube ich, schnell zum Ergebnis kommen. Nein, also das kann es ja nicht sein, dass die deutsche Politik sozusagen auf den Folgen gesetzt hat, sondern man muss die Frage eben etwas anders sich stellen. Das letzte Mal haben wir uns ein paar Sachen angeguckt, die Antonella auch schon genannt hat, also Fiskalpakt, europäische Semester und so weiter und so fort, also wo Deutschland darauf gedrängt hat, die Disziplinierung der anderen Euro-Staaten einerseits zu verschärfen, andererseits auf andere Felder auszudehnen, also Rentenpolitik, Lohnfindung etc. pp. Und wenn man sich das anguckt, muss man sich eigentlich eher die Frage stellen, warum hat Deutschland nicht eine andere Politik gefahren? Weil das, was da passiert ist, ist eigentlich genau das, was Europa schon seit Gründung des Euro eigentlich verfolgt. Das heißt, eigentlich hat sich da nicht groß viel verändert. Dennoch gibt es einige Widersprüche, wo man sich durchaus mal fragen kann, warum hat Deutschland da nicht groß umgeschwenkt? Also einmal gibt es, kann man sagen, eine verzögerte Position innerhalb der Krise. Also als es langsam losging und klar war, unter anderem Griechenland braucht sowas wie ein Rettungspaket, Notkredite, hat Deutschland ziemlich lang eine zögernde Position eingenommen. Gleichzeitig war eigentlich allen Staaten klar, es hängt gerade an Deutschland, dass irgendein Paket geschnürt wird oder eine gemeinsame Krisenpolitik formuliert wird. Als nächstes kann man sagen, dass ein Sparkurs von Deutschland forciert wurde. Also es gab dann irgendwann mal Hilfen, aber nur gegen Auflage, Sparkurs. Gleichzeitig kann man sich fragen, naja, Deutschland profitiert gerade in besonderem Maße von dem EU-Binnenmarkt. Wieso setzen die auf Sparen, wenn sie doch damit eigentlich ihren eigenen Exportmarkt sabotieren? Gleichzeitig gab es sozusagen dann doch eine Form von europäischer Politik. Aber Deutschland hat immer wieder eine sehr isolierte Position eingenommen. Da werden wir nächstes Mal drauf kommen. Zum Beispiel in der Frage, welche Rolle die EZB spielt. Also ihr seht hier sehr unterschiedliche Widersprüche. Und hier kann man sich natürlich dann fragen, welches Kalkül, welche Strategie und Interessen stecken eigentlich hinter dieser bundesdeutschen Politik. Und das letzte Mal sind wir kurz darauf eingegangen, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, von Staaten als Akteuren oder den zentralen Akteuren zu sprechen. Und genau darauf werde ich jetzt auch im Folgenden kurz eingehen. Weil wenn man sagt, Deutschland tut dies und das, Frankreich tut das und das, dann verschleiert es natürlich den Klassencharakter und den Klasseninhalt dieser staatlichen Politik in zweierlei Weise. Das eine Mal insofern, dass man damit nicht sagt, wer profitiert von dieser Politik und wer muss draufzahlen. Wer da sozusagen draufzahlt oder wer den Kürzeren zieht und wer profitiert, ist relativ klar. Also die Krisenstrategie war vor allem zugunsten der Vermögensbesitzer von bestimmten Wertpapieren und auch
von sagen, produzierendem Kapital, die von billigeren Löhnen profitieren. Aber wenn man sagt, Staaten tun das und das, verschleiert das auch natürlich nochmal einen weiteren Punkt, den Klassencharakter, insofern, dass man sich ein bisschen um die Frage rumdrückt, gibt es denn eigentlich noch sowas wie nationale Kapitale? Bringt Deutschland oder die deutsche Politik irgendwie sowas zum Ausdruck wie das Interesse des deutschen Kapitals? Oder ist es nicht viel vertrackter und übernimmt staatliche Politik nicht eigentlich in einer etwas anderen Art und Weise Kapitalinteressen? Bevor ich auf diese Staatsfrage kurz eingehe, will ich euch vorstellen, was wir heute kurz diskutieren werden. Nämlich, ich werde ein paar Faktoren vorstellen, wo ich sagen würde, die sind maßgeblich für die deutsche Politik. Und die könnt ihr sozusagen, die werden wir jetzt nach und nach durchgehen. Ich werde jetzt nur einmal kurz aufführen. Einmal werden wir uns angucken, den langen Schatten des Ordoliberalismus. Also eine Spielart des Neoliberalismus oder in der Wirtschaftstheorie würde man sagen der Neoklassik, also einer theoretischen Brille, mit der man Probleme wahrnimmt. Dann werden wir uns angucken den größeren Spielraum, den Deutschland bekommen hat aufgrund des Exports außerhalb der Eurozone. Dann der nächste Punkt ist, was wir uns angucken und an die Seminarreihe letztes Jahr anschließt, die Konstruktion der Eurozone an sich, die eine Disziplinierung vor allem durch Deutschland per se mit sich bringt, unabhängig davon, ob wir eine Krise haben oder nicht. Dann gibt es sowas, die sogenannte Post-Maastricht-Krise nennt, also nach den Maastrichter Kriterien, wo die EU-Integration in eine Blockade geraten ist. Und der letzte Punkt, Organisierung der Zustimmung. Also die Punkte werden wir uns jetzt nach und nach angucken, bevor wir uns mal kurz dem Staat nochmal zuwenden. Das wird jetzt so ein kleines politikwissenschaftliches Miniseminar auf einer Folie. Also die Frage, was ist eigentlich der Staat und was bedeutet es, wenn ich davon rede, dass der deutsche Staat das und das tut? Im Gegensatz zu vorkapitalistischen Herrschaftsverhältnissen ist relativ klar, dass der bürgerliche Staat nicht mehr ein persönliches Herrschaftsverhältnis ist. Also da kann kein persönlicher Herrscher sagen, was zu tun oder zu lassen ist, sondern man kann in Anschluss an einen sowjetischen Rechtstheoretiker Eugen Paschukanis davon sprechen, dass es eine außerökonomische Zwangsgewalt darstellt. Außerökonomisch in dem Sinne eben, dass der Staat Aufgaben übernimmt, die eben genau diejenigen, die ausbeuten, nämlich die Kapitalisten, nicht wahrnehmen. Also es gibt sozusagen einen getrennten Apparat davon. Apparat spielt auch schon gleich auf den nächsten Punkt an, den ich gleich ansprechen werde. Und damit ist aber der Staat weder ein Instrument noch ein Subjekt. Weder ein Instrument, das grenzt sich genau davon ab, also es ist sozusagen kein Instrument einer herrschenden Klasse, die unmittelbaren Zugriff hat auf die Politik. Wenn man sich mal Theoretiker wie Lenin, der heute Todestag hat, anguckt, dann schimmert es bei ihm durchaus noch durch. Also es wäre eine Kritik eigentlich auch an so einer leninistischen Vorstellung. Er ist aber auch kein vernünftiges Subjekt, der über allen gesellschaftlichen Widersprüchen steht, wo ich sagen würde, das wäre sozusagen eine Abgrenzung hin zu sozialdemokratischen Vorstellungen, die immer glauben, der Staat steht über allen Widersprüchen und könnte diese lösen. Apparat bedeutet dann eben auch, in Anschluss an Max Weber, dass es eine Monopolisierung von Gewaltsamkeit gibt. Das heißt, die Kapitalisten dürfen keine physische Gewalt anwenden, das darf nur das Militär und die Polizei. Es ist auch eine Form von Bürokratisierung mit einer Eigenlogik. Die Logik, die der Staat übernimmt, hat manchmal auch unterschiedliche Apparatformen, die auch manchmal gegeneinander arbeiten, die auch teilweise auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen angesiedelt sind. Da werde ich gleich nochmal dazu kommen. Eine der wesentlichen Aufgaben dann ist die Organisierung von Kapital als Klasse. Das ist ein Punkt, den zum Beispiel der in Berlin
lehrende Johannes Agnoli gemacht hat. Der ist vor einigen Jahren schon gestorben. Aber sein Punkt ist ziemlich zentral, dass es vor dem Staat eigentlich nur Einzelkapitale gibt, die gegeneinander arbeiten. Es herrscht allgemeine Konkurrenz. Und sowas, was man ja gerne mal sagt, naja, der Staat macht eh, was die Wirtschaft will, ist insofern Unsinn, dass es die Wirtschaft vor dem Staat überhaupt nicht gibt, weil da arbeiten sozusagen alle Kapitale gegeneinander und versuchen sich eben in der Konkurrenz auszustechen. Gleichzeitig organisiert der Staat aber auch Zustimmung zur eigenen Ausbeutung und zur eigenen Unterworfensein von Herrschaft. Das betrifft sozusagen die subalternen Klassen. Und insofern ist der Staat dann eben ein herrschaftsförmig organisiertes Feld, wo politische Kämpfe darüber stattfinden, wie die Zustimmung organisiert wird, und also ob sozusagen materieller Zugeständnisse geben muss in Form von Sozialstaat, wie eine ideologische Einbindung vonstatten geht. Es findet hier auch der Streit darüber statt, wie bestimmte Kapitalfraktionen zum Beispiel eine Politik haben wollen. Also die sind sozusagen auch im Widerspruch. Und dieser Streit findet dann eben auf dem Feld des Staates statt. Und man könnte dann sagen, dass der Staat ein kapitalistisches Gesamtinteresse eruiert und garantiert, eben in Abgrenzung zu einzelnen Interessen. Wenn also zum Beispiel darüber gesprochen wird, dass die Politiker so dumm sind und können irgendwie keinen Konsens hinkriegen bei der Gesundheitsreform oder Ähnlichem, dann verkennt es genau diesen Punkt, dass es nicht darum geht, sagen, dass man da keinen guten Konsens herstellen kann, sondern dass der Staat eben genau das Feld ist, wo ständig die unterschiedlichsten Interessen darum kämpfen, wie das kapitalistische Gesamtinteresse aussehen soll und wie es dann auch garantiert wird. Und das ist dann auch der Hintergrund, vor dem wir jetzt uns den Staat angucken werden. Und hinzu kommt aber noch ein zweiter Punkt, den ich vor kurz angesprochen habe, nämlich die Frage nach der Internationalisierung des Staates. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass es Kapitale gibt, nationale Kapitale, die geografisch deckungsgleich sind mit Nationalstaaten, sondern man kann auch, das ist eine Formulierung von Nikos Poulantzas auch, man kann davon sprechen, dass eigentlich die Nationalstaaten sich von innen heraus internationalisieren. Was meint Poulantzas damit? Er meint, dass sozusagen nicht sich einfach Staaten auflösen, sondern dass, wenn man sich vorstellt, US-Kapital in Deutschland investiert, deutsches Kapital in China, in den USA, japanisches in Korea etc. pp., dann übernehmen die jeweiligen Staaten auch die Interessen genau dieser Kapitalfraktion. Das heißt, wenn zum Beispiel ein exportorientiertes deutsches Unternehmen in China angesiedelt ist, dann übernimmt auch der chinesische Staat eben genau die Interessen, die auch von diesem Kapital verfolgt werden, genauso wie in Deutschland die unterschiedlichen Interessen von dem deutschen Staat mit berücksichtigt werden in der Frage, was ist das kapitalistische Gesamtinteresse. Der Staat internationalisiert sich aber noch in einer anderen Weise, und hier kommen wir dann auch eben zur EU, die nochmal hier eine besondere Rolle spielt. Es findet eine Verlagerung von staatlichen Aufgaben auf suprastaatliche Ebenen statt. Das beste Beispiel ist eben hier die EZB. Die EZB garantiert ein gemeinsames Mittel, nämlich das Geld, den Euro. Die Einzelstaaten haben da gar keinen unmittelbaren Zugriff mehr drauf. Und die EZB ist im Prinzip hier ein internationaler Staatsapparat und unterscheidet sich eben dann auch wesentlich von sowas wie der Bundesbank, die eben nicht mehr das Geld rausgibt, sondern eben die EZB. Und auf den Punkt werden wir uns dann das nächste Mal uns konzentrieren, die EZB als ein zentraler Akteur. Und wenn man sich das jetzt hier so anguckt schon, EZB auf der einen Seite, dann die Nationalstaaten auf der anderen Seite, die unterschiedliche Kapitalinteressen berücksichtigen müssen in ihrem Streit, dann kann man auch
eigentlich relativ schnell eins und eins zusammenzählen, dass es auch Widersprüche und Konflikte zwischen den politischen Ebenen gibt. Also dass sich eben auf der europäischen Ebene werden andere Sachen als relevant angesehen als auf einer nationalstaatlichen Ebene. Letztes Mal, also letzte Woche, hatte ich als Beispiel zum Beispiel gebracht die Eurobonds, also eine kollektiv herausgegebenes Staatsschuldenpapier, wurde von der europäischen Ebene schon relativ früh präferiert als ein Mittel, um gegen die Krise zu agieren, und Deutschland war dagegen. Und das hat genau was mit dieser Internationalisierung auch von Staat zu tun. Jetzt gehen wir auf die Punkte ein, die ich vor kurz an die Wand geworfen habe, also die Faktoren, die meiner Meinung nach die Krise eben wesentlich oder die Strategien der Krise wesentlich beeinflusst haben oder geprägt haben. Das eine ist der lange Schatten des Ordoliberalismus. Der Ordoliberalismus ist eine Variante der Neoklassik. Ordo, die Ordnung, geht eben davon aus, dass Märkte eigentlich wesentlich die effektiven Formen sind, wie sozusagen die Wahrheit auf dem Markt herausgefunden wird, wenn es eine gute politische Ordnung gibt, die einen bestimmten Rahmen setzt. Und für den deutschen Ordoliberalismus gehören da eben die Geldwertstabilität wesentlich dazu. Und in dieser Vorstellung ist die Geldwertstabilität garantiert eben durch moderate Löhne, also die Löhne dürfen nicht besonders steigen, Staatsverschuldung soll möglichst gering sein und eine Geldpolitik soll eben auf eine möglichst geringe Inflation abzielen. Die drei Punkte sind wesentlich, um die Geldwertstabilität zu garantieren. Moderate Löhne, da merkt man relativ schnell wieder, das ist dieses deutsche Modell des Kooperatismus, wo eben die Gewerkschaften eingebunden werden in dieses Projekt. Und dieser Ordoliberalismus strukturiert eben die Problemwahrnehmung. Sie ist sozusagen die politische Brille, die den Akteuren vermittelt, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, wie Sachen zusammenhängen, was Ursache, was Wirkung ist. Und der Ordoliberalismus ist trotz aller Unterschiede nach wie vor das ideologische Band, was eigentlich die politische und die ökonomische Elite noch zusammenbindet. Und gerade durch die Dominanz Deutschland ist es auch der, sozusagen die Brille, die allen Akteuren mehr oder weniger mitgegeben wurden. Das ist eingeschrieben in die Verfassung der EZB. Also wenn man da sozusagen deren Monatsberichte sich anguckt, dann ist das die Brille, mit der sie die Probleme wahrnehmen. Und zu glauben, dass diese Brille in der Krise abhanden gekommen ist, hat sich eben ziemlich schnell als Mythos herausgestellt oder als Hoffnung, die nicht aufgegangen ist. Und ich würde eher davon sprechen, dass man vielleicht zwei Formen des Neoliberalismus unterscheiden kann. Einmal den Rollback-Neoliberalismus, da hat der Neoliberalismus noch ein Ziel formuliert, hat sozusagen eine Hoffnung formuliert und konnte sich zurückwenden gegen die Gewerkschaftsmacht, gegen den zu starken Staat etc. pp. Und der Rollover-Liberalismus, in dem wir uns jetzt befinden, der hat das Problem, dass er mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert ist. Man kann jetzt nicht einfach nur mehr darauf verweisen, ja, der Sozialstaat ist zu stark, der Arbeitsmarkt ist zu stark reguliert, sondern man merkt, wir haben doch sozusagen zu viel dereguliert. Und wenn ihr euch mal die ganzen Debatten euch anschaut, dann findet genau das gerade statt. Ein Streit darum, was haben wir zu viel reguliert oder ist noch zu viel reguliert und was ist zu wenig reguliert. Und der Ordoliberalismus war sehr dominant in der Krisendeutung. Das zeigt sich genau da an einem schönen Zitat von Roland Koch, der eben sagt, wie in jeder Katastrophe darf der Staat retten, aufräumen, wieder aufbauen, dann aber muss er wieder heraus aus den wirtschaftlichen Prozessen des Tageswerks und zurück in die Schranken des Regelwerks. Also er beschreibt genau diesen Punkt. Auf der einen Seite, Märkte sind die zentrale Instanz. Wenn die Märkte aber nicht funktionieren, darf es durchaus eine Feuerwehr geben. Die Feuerwehr darf ausrücken, muss aber wieder
schnell zurück. Und genau das wurde auch praktiziert. Ähnlich wurde es auch bei den Ökonomen gesehen. Hier ein Ökonom, der sogar auf Carl Schmitt, ein Politikwissenschaftler, der dem Nationalsozialismus sehr nahe stand. In seinem Zitat schreibt er hier, dem Staat sei es im Ausnahmezustand, also der Krise, erlaubt, wirtschaftliche Mittel einzusetzen, die im Normalzustand aus guten Gründen als nicht markt- oder systemkonform, als wenig verfassungs- oder verhältnismäßig oder auch als schlicht ökonomisch schädlich abgelehnt worden wären. Also ihr merkt hier, in dem Selbstverständnis dieses Ordoliberalismus ist durchaus nicht einfach so, dass Märkte alles regeln, sondern ihnen ist durchaus Verständnis da, dass in der Krise der Staat aktiv werden muss, um dann aber schnell wieder sich zurückzuziehen. Damit wären wir jetzt beim zweiten Punkt. Deutschland ist vom Export abhängig und welche Rolle hier sozusagen der Export spielt. Ich hatte ja vor kurz gesagt, dass man sich die Frage stellen kann, warum fährt Deutschland diesen Kurs und setzt darauf, dass gespart wird, wenn doch so viel exportiert wird in die Eurozone. Ihr seht hier den Exportanteil im Prozent des Bruttosozialprodukts in verschiedenen Ländern. Deutschland ist da mit 50% an eiserner Spitze. Selbst Exportnationen wie Japan zum Beispiel sind nur bei 15%. Das heißt, Deutschland ist einerseits sehr abhängig davon. Man kann 42% gehen allein in die Eurozone, also sie sind sehr abhängig davon. Über 60% in die EU und danach folgt dann eben China. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass diese hohe Abhängigkeit sich eben in den letzten Jahren relativiert hat. Wenn man sich anschaut, die Zahlen ab 2001, dann zeigt sich, dass die insgesamt um 144% gestiegen sind, in die Eurozone aber nur um 61%, in die Schwellenländer um ungefähr 50%. Und damit hat man einen wesentlichen Faktor sozusagen, dass, warum man davon sprechen kann, dass Deutschland einen größeren Spielraum hat. Man kann es vielleicht an der Grafik nochmal hier sehen, sehr deutlich. Also, ja. Also nicht mehr ganz, das sind glaube ich ein bisschen wenig. Von der Verteilung auf jeden Fall, ja. Also es sind glaube ich 2012 in die Eurozone knapp unter 40%. Den größeren Spielraum, den Deutschland eben im Verhältnis nochmal zu anderen Staaten hat und wie leicht Deutschland den Wegbruch der Eurozone wettmachen konnte, seht ihr vielleicht an dieser Grafik. Also auch wenn in den europäischen Süden der Export eingebrochen ist, hat der Export vor allem nach China, Türkei, Schweiz, USA sozusagen das wettmachen können. Das heißt, Deutschland konnte gerade vor dieser Stärke auf dem Weltmarkt einfach ihre Politik beibehalten und damit sozusagen einfach die Politik weiterführen, die sie schon mit der Gründung des Euro angesetzt hat und die Stefan in der letzten Woche dann skizziert hat. Also genau dieser Exporterfolg und die Relativierung der Eurozone als ökonomischen Raum hat Deutschland da gestärkt, diese Politik durchzuführen. Und genau diese Relativierung macht sich auch nochmal hier deutlich. Also die Exporte nach China haben sich verdoppelt und die Krisenländer sind sozusagen eingebrochen. Also man kann sozusagen dieses Argument, was immer gerne gebraucht wird, warum machen die das eigentlich, kann man genau umdrehen. Also man kann einfach sagen, gerade die
der stärkere Export außerhalb der Eurozone hat es eben genau ermöglicht, diese Politik zu fahren, die sie gefahren sind. Das Ganze wird dann auch noch mitgetragen von der deutschen Elite, die keinen Bock mehr hat, groß auf Europa. Da gibt es eine interessante Studie von einem Think Tank, European Council of Foreign Relations. In dieser Studie hält dieser Think Tank fest, dass die deutschen Eliten ihren Blick schon lange von Europa abgewendet haben, dass die EU eben nur noch eine Basis für globale Marktstrategien ist, also sozusagen das Sprungbrett für den Weltmarkt. Und für die industriellen Eliten sind die europäischen Südländer eigentlich nur noch unproduktiv. Und hier spiegelt sich sozusagen in der ökonomischen Elite etwas wider, was ihr ja durchaus auch aus der deutschen Bevölkerung teilweise kennt. Damit schwindet auch die Notwendigkeit, Frankreich einzubinden. Das hatten wir auch in den Sitzungen ja öfters, dass der Euro und Europa ein wesentlicher Punkt war, also Deutschland einzubinden. Das war im Prinzip, das ist der Urmythos ein bisschen, dieser europäischen Integration. Nachdem Deutschland zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen hat, wollte Deutschland endlich wieder als normaler Staat anerkannt werden. Und das Ticket, auf dem das funktioniert hat, war eben Europa. Und der Euro war unter anderem auch ein Produkt des Versuchs von Frankreichs, die deutsche Geldpolitik unter Kontrolle zu kriegen. Und da gibt es ein schönes Zitat von Gerhard Schröder, der gesagt hat, wenn der Versuch war, von Frankreich mit dem Euro die deutsche Geldpolitik sozusagen zu kontrollieren, dann ist genau das Gegenteil passiert. Also Schröder wusste ganz genau, dass nicht Deutschland diszipliniert wurde, sondern Frankreich. Und Europa wird sozusagen nach und nach irrelevant. Das spiegelt sich auch in Reden unter anderem von Angela Merkel wieder. Das war die Rede in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum, also genau vor einem Jahr. Und da spricht sie dann eben genau das aus, was ich gerade skizziert habe. Wie können wir sicherstellen, dass wir in den nächsten Jahren auch eine Kohärenz in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der gemeinsamen Währungsunion erreichen? Und damit meine ich nicht eine Kohärenz in der Wettbewerbsfähigkeit irgendwo im Mittelmaß der europäischen Länder, sondern eine Wettbewerbsfähigkeit, die sich daran bemisst, ob sie uns Zugang zu globalen Märkten ermöglicht. In zwei Sätzen so oft Wettbewerbsfähigkeit zu sagen, ist schon eine gute Leistung und zeigt sozusagen genau das, was wir letzte Woche uns angeguckt haben, also Ziel und Zweck dieser ganzen europäischen Strategien und Disziplinarpakten, diese Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Und Ziel und Zweck ist eben genau, Europa und den Euro zu verwenden, um die globalen Märkte zu erobern. Und die anderen Länder sollen eben genau dazu gezwungen werden, diese Strategie mitzufahren. Also an Deutschlands Wiesen soll die Welt genießen. Als nächsten Punkt wollen wir uns nochmal angucken, die Disziplinierung durch Deutschland, die eigentlich mit dem Euro an sich einhergeht. Also Deutschland ist sozusagen Teil des größten Binnenmarkts der Welt geworden und kann jetzt im Konzert der Wirtschaftsmächte mitspielen, wie das Bundesministerium für Finanzen hier sagt. Das heißt, der Euro ist gut für das deutsche Kapital und auf der anderen Seite gibt es sozusagen noch keinen europäischen Staat, unterschiedliche Interessen. Und damit eben dieser Euro als Sprungbrett auch funktioniert, muss es aber eben eine Disziplinierung geben, die ohne europäischen Staat auskommt. Das heißt, man braucht etwas wie ein organisiertes Misstrauen
in die jeweiligen anderen Staaten. Jetzt nochmal kurz vielleicht zwei Folien, um das nochmal zu verdeutlichen, was mit dem Euro erzielt werden sollte. Die Folien kennt ihr von letztem Jahr, die USA und China eben an der Spitze, die anderen Länder abgeschlagen, wenn man sie einfach mal in der Wirtschaftsleistung in Euro bemisst. Und wenn man aber sie zusammenschmeißt, dann hat man eben nicht nur den größten Binnenmarkt, sondern eben auch eine Wirtschaftsmacht. Und diese gemeinsame Wirtschaftsmacht bringt aber eben Probleme mit sich. Das hatten wir auch im letzten Jahr, schafft Gewinner und Verlierer. Das muss man irgendwie moderieren. Es gibt keinen europäischen Staat, der die gemeinsame Währung irgendwie reguliert. Die nationalen Haushalte bleiben bestehen. Alle reden immer von der Haushaltshoheit. Und kein Staat darf aber eigentlich trotzdem auf Kosten der jeweils anderen Staaten sich verschulden. Und wie kriegt man das aber hin? Das ist genau das, was dann eben in dem Stabilitätspakt und Ähnlichem dann festgeschrieben ist. Das heißt, man braucht Mechanismen eines organisierten gegenseitigen Misstrauens. Also die Maastrichter Kriterien, wo eben festgeschrieben wurde, wer darf überhaupt bei dieser Wirtschaftsmacht Europa mitmachen. Dann beim Stabilitätspakt, wo diese Regeln verschärft und auf Dauer gestellt wurden. Dann später im Rahmen der Krise Fiskalpakt, europäisches Semester und so weiter. Also das sind sozusagen die Formen, in denen dann dieser Euro sich eine politische Form gegeben hat unter dem Vorzeichen von Deutschland und im Prinzip oder der deutschen Politik. Und das, was ihr hier seht als Punkte, hat gar nicht unbedingt was mit der Krise zu tun, sondern das sind sozusagen die Art und Weise oder die Widersprüche, die im Euro als solchen schon eingeschrieben sind. Und soll der Euro nicht auseinanderbrechen und gibt es keinen europäischen Staat, dann ist das im Prinzip die adäquate Lösung, wie diese Probleme bearbeitet werden. Jetzt komme ich zu der sogenannten Post-Maastricht-Krise, also der Frage, wie nach in der Rahmen der Krise oder schon eigentlich davor diese europäische Integration blockiert wurde. Der Begriff der Post-Maastricht-Krise kommt von Frank Deppe und beschreibt eigentlich einen Widerspruch auf der einen Seite, dass man einen Konsens hat in den politischen und ökonomischen Eliten, dass es eine Integration geben soll mit neoliberalen Vorzeichen ab den 80er Jahren, also einen gemeinsamen Binnenmarkt, dann später die gemeinsame Währung. Und gleichzeitig haben sich eben diese Gewinner und Verlierer nicht nur einfach nur in den Staaten wiedergespiegelt, sondern natürlich auch bei den Lohnabhängigen. Und wenn man sich die teilweise die Umfragen oder die sozialen Konflikte in den Ländern anschaut, ab Ende der 90er Jahre, dann zeigt sich, dass außer in Deutschland in vielen Ländern es einen sehr starken sozialen und politischen Widerspruch gab. Das heißt, in manchen Ländern wurde einfach zweimal mit abgestimmt, ob man beim Euro überhaupt mitmacht, weil bei der ersten Abstimmung die Bevölkerung dagegen war. In Frankreich war das Votum sehr knapp. Das Land ist nach wie vor bis heute gespalten, eigentlich in zwei Hälften. Eine Hälfte trägt diesen Euro und die Politik, die den Euro dann ausmacht, mit. Die andere trägt ihn nicht mit. Aber es gibt sozusagen eine tiefe soziale und politische Spaltung, die eine Weiterentwicklung des europäischen Projekts als politisches Projekt blockiert. Das zeigte sich dann eben nochmal 2005, als die EU-Verfassung gescheitert ist. Da gab es eben in Niederlanden und auch in Frankreich ablehnende Referenden. Also auch hier wurde dann nochmal die Bevölkerung gefragt. Und das Projekt wurde abgelehnt. Und kurzerhand kann man sagen, dass es eigentlich kein politisches Projekt gibt, was irgendwie die Bevölkerung einbindet, mitnimmt,
aber auch kein politisches Projekt, was den Eliten, was sie irgendwie positiv weiter bestimmen könnten. Also es gibt immer nur noch diesen Binnenmarkt, den gemeinsamen Euro und dieses neoliberale Projekt. Aber das, was sozusagen die Europäische Union als eine politische Union ausmachen soll, ist unklar, weil sobald es darum geht, wie wird es politisch ausgestaltet, stellt sich relativ schnell die Frage, wer soll die politischen und sozialen Anpassungslasten für so ein gemeinsames politisches Projekt zahlen. Und da ist relativ klar, dass es darauf hinauslaufen wird, dass eben Deutschland eigentlich sozusagen Anpassungsleisten zahlen müsste, wenn es wirklich ein Projekt sein soll, was eine Kohärenz organisieren soll. Und da wehrt sich Deutschland dagegen. Und im Zuge der Krise wurde dann dieses fehlende politische Projekt insofern nochmal deutlich, dass da sozusagen alle Initiativen blockiert waren und es gab eigentlich nur diese sogenannte Feuerwehrpolitik, die ich vor kurz skizziert habe. Also man hat nur das Nötigste getan und selbst das hat nicht immer funktioniert. Da werden wir dann das nächste Mal drauf kommen, dass eben nur sowas wie die EZB oder nur der EZB es möglich war, dann so etwas zu organisieren wie ein europäisches Gesamtinteresse. Und nur die EZB war es, die auch mal gegen einzelne Nationalstaaten etwas durchsetzen konnte, also auch gegen Deutschland. Und die Blockadepolitik in Europa bisher ist eben genau der Punkt, dass es keinen europäischen Staat gibt und Deutschland an vielen Punkten sich verweigert. Und das Interessante ist, wenn, vielleicht habt ihr das auch schon öfters mal euch untergekommen, die USA, China oder so Leute wie der Spekulant Soros, die sprechen dann immer davon, dass Deutschland ja mehr Verantwortung übernehmen soll. Und genau das ist der Punkt, die hier angesprochen sind. Also es gibt keinen europäischen Staat und hat sozusagen Europa da teilweise an den Rand einer Klippe bewegt. Und die politischen Eliten außerhalb der EU wollten sagen, dass Deutschland genau so eine Rolle übernimmt, die eigentlich ein EU-Staat übernehmen müsste. Und Deutschland hat sich dagegen gewehrt. Das heißt, es bleibt eigentlich nur der Pfad der Stabilisierungspolitik unter deutscher Dominanz. Und es ist sozusagen genau der Weg, den der Euro und die EU seit Beginn des Euro 1999 verfolgen. Als letztes Punkt, also bisher bin ich sozusagen ein bisschen auf das, was hier unter der Überschrift steht, Post-Maastricht-Krise. Aber einen Punkt würde ich noch dazu nehmen, den ich sozusagen als deutsche Stabilitätskultur bezeichnen würde. Der Staat muss sozusagen auch seine eigene Bevölkerung hinter sich kriegen. Also er muss Zustimmung organisieren und in Deutschland passiert das unter anderem eben mit dieser Angst vor Inflation oder als dann klar war, man muss Griechenland, damit es weiterhin zahlungsfähig bleibt, auch wirklich Hilfskredite zugestehen, war dann relativ schnell klar, dass man diese Hilfen flankieren muss mit dieser Stabilitätspolitik, die wir letzte Woche uns angeguckt haben. Und diese Politik ist nicht nur eine Politik gegenüber Griechenland, sondern es ist auch eine Form der Zustimmung der Europolitik in der eigenen Bevölkerung, der man sozusagen ständig sagt, naja, wir machen zwar diese Hilfspolitik, aber eben unter sehr harten Bedingungen, unter den Bedingungen, die ihr auch gut findet. Und insofern war diese Politik eben auch eine Organisierung der Zustimmung nach innen, die dann auch mitvollzogen wurde, was ich vor kurz skizziert habe, also diese Angst vor dem Absturz, also im Rahmen von Kurzarbeit etc. pp. Selbst die IG Metall hat gegen südliche Länder wie Spanien zum Beispiel gehetzt, dass sie ja durchaus mitschuld wären an der Krise.
und so weiter und so fort. Also da findet dann eben auch eine sehr rassistisch konnotierte Form der Organisierung der Zustimmung statt. Und was vielleicht diese beiden Punkte zusammenklammert, zeigt sich dann in den Reden von Bundespräsident Joachim Gauck der letzten 2 Jahre. Letztes Jahr hat er ständig von Europa als dem hohen Wert gesprochen. Wenn man die Rede sich mal anguckt, dann zeigt sich, dass er eigentlich nur so eine total ideologische, aufgeladene Vorstellung von Europa hat, weil nämlich genau das politische Projekt eigentlich fehlt. Also was soll eigentlich dieses Europa eigentlich sein? Fehlt. Und er hat sozusagen ständig aber davon gesprochen, weil er auch gemerkt hat oder sozusagen die deutsche Bevölkerung darauf einschwören wollte, auf das europäische Projekt. Und dieses Jahr, vor ein paar Wochen, hat er nochmal eine Rede gehalten, dass Freiheit ja auch total wichtig wäre hinsichtlich der wirtschaftlichen Freiheit. Also wo er nochmal ganz deutlich diesen auf Wettbewerb und Konkurrenz abzielenden Kooperatismus stark gemacht hat. Zum Schluss vielleicht nochmal einfach alle Faktoren, die ich genannt habe, zusammengenommen, also als 6 Punkte, die man, die ich jetzt auch für die Diskussion dann an der Wand lasse. Also einmal eben der lange Schatten des Ordoliberalismus, also die Brille, wie die Probleme überhaupt gedeutet werden, die war nicht nur vorherrschend für in Deutschland und der EZB, sondern sie wurde eben europäisiert. Dann Deutschland konnte aufgrund des größeren Spielraums sich lösen von der Abhängigkeit von dem EU-Binnenmarkt und konnte die eigenen Interessen durchsetzen. Die industriellen und politischen Eliten sind schon lange, sozusagen, haben ihren Blick von Europa abgewendet und Europa ist eher ein Sprungbrett als das Ziel an sich, sondern es ist das Sprungbrett eben für den Kampf um Weltmarktanteile, was sich genau in den Konstruktionen, die wir letztes Mal gesehen haben, ausdrückt. Dann ist es eine Fortschreibung im Prinzip der Disziplinierung durch Deutschland in der Stabilitätsunion. Das heißt, man braucht dieses gegenseitige Misstrauen, um den Euro zu stabilisieren. Dann gibt es eine blockierte EU-Integration, die sich in der Krise nochmal verschärft. Diese blockierte EU-Integration ist auch schon seit 15 Jahren, begleitet die im Prinzip uns. Und der 6. Punkt, Organisierung von Zustimmung gegenüber der eigenen Bevölkerung, also der Kooperatismus, wo die Gewerkschaften versuchen, mit eingebunden zu werden, und die Stabilitätskultur. Und dieses Bündel an Faktoren, wo ich sagen würde, die haben jetzt unterschiedliche Ziele oder Hintergründe, unterschiedliche Triebkräfte, sind eigentlich als Bündel das, was die Strategie der deutschen Politik ausmacht. Und der deutsche Staat, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ist im Prinzip eine der treibenden Kräfte hinter dem, was wir uns letztes Mal angeguckt haben, also der Architektur des neuen Europas. Und daneben gibt es eben noch die EZB, die eigentlich der zweite wichtigste Akteur ist. Und darauf werden wir dann das nächste Mal eingehen. Dankeschön.